Wir melden uns zurück aus Los Angeles und reden jetzt über God of War. Das Spiel, das führt ja die Story um Kratos weiter. Es soll Anfang 2018 rauskommen für die PlayStation 4. Wir haben ja in der Sony PK haben wir eine kleine Gameplay-Demo gesehen, aber ihr habt noch mehr gesehen, ihr zwei. Ja, technisch gesehen haben wir eigentlich nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Vielleicht magst du erstmal sagen, was du gesehen hast. Ja. Also ich habe tatsächlich nicht mehr gesehen, außer den Game Director, Corey Barlock. Den habe ich noch gesehen, also vielleicht bin der zählt. Also ich habe quasi dasselbe, was wir in der Sony PK gesehen haben, habe ich nochmal gesehen. Allerdings hat er diesmal erklärt, was passiert und hat danach noch ein bisschen für Q&A zur Verfügung gestanden. Und du hattest auch ein Interview, glaube ich, Heiko, noch zusätzlich. Genau, ich hatte dann nochmal ein One-on-One-Interview mit Corey Barlock und konnte dann eben nochmal ein paar Fragen stellen, die ein bisschen allgemeinerer Natur waren, wo wir auch nochmal die Teams in München gebeten haben und in Berlin uns ein paar Fragen zu stellen, was sie interessiert zu God of War. Und dann habe ich auch zumindest Antworten drauf bekommen. Super, dann sprechen wir da jetzt drüber, aber erstmal schauen wir nochmal rein ins Spiel. Are you gonna do it? You said I was cursed. You think I'm weak because I'm not like you. You do not know everything, boy. No. But at least I know the truth now. The truth. Wir sehen ja jetzt im Gameplay von God of War, dass vor allem eine Neuerung besonders ins Auge sticht, und das ist der kleine Sohn von Kratos. Was hat es denn mit dem eigentlich genau auf sich? Jetzt spielerisch oder storytechnisch? Erstmal spielerisch, danach frage ich nochmal nach der Story. Also, sie haben ja schon im letzten Jahr gesagt, dass es den sogenannten Son-Button gibt, den Sohn-Knopf. Ja. Und dann gab es aber auch mal wieder diverse Gerüchte, dass der Sohn jetzt doch spielerisch nicht so relevant sei, sondern eher wie Ellie aus The Last of Us mehr oder weniger atmosphärisch ist und da hinterher rennt und ab und zu mal aktiv wird. Jetzt hat aber Corey Barlock uns beiden nochmal bestätigt, dass der Sohn wirklich auch ein zentrales Gameplay-Element ist. Und zwar im Grunde genommen ein Teil der Kombo-Ketten ist. Also du hast eine eigene Taste für den Sohn und die kannst du quasi in deine Kampf-Kombos einbinden. Ich glaube, du hast auch ein schönes Beispiel dafür gebracht, wie das funktioniert. Also es gibt unter anderem zum Beispiel die Möglichkeit, wenn Kratos sich in einem Kampf gegen einen größeren Gegner befindet und dieser größere Gegner fängt an zu blocken, kommt Kratos nicht mehr durch. Da gibt es jetzt aber die Möglichkeit, dass der Sohn quasi auf diesen Gegner draufsteigt und durch gezielte Schläge eben dafür sorgt, dass er seine Deckung fallen lässt und dann kann Kratos ihn eben angreifen. Und das ist halt eines von diesen Beispielen, wie der Sohn dann quasi, ich möchte sagen, einfach nützlich sein kann, aber er soll halt kein Ballast sein, er soll keine Belastung sein. Also niemand mag Begleitermissionen und die Entwickler von God of War eben auch nicht. Und das war ihnen sehr, sehr wichtig, dann zu betonen, dass der Sohn einfach einen Sinn und Zweck hat. Er ist quasi ähnlich, wenn man es ganz drastisch sagen möchte, wie Kratos Streitaxt. Also die kann man auch beide quasi upgraden, wenn du so möchtest. Also er ist quasi eine Waffe an und für sich. Also entweder die Waffe upgraden oder den Sohn upgraden. Genau, so ist es. Hat das irgendeinen spielerischen Einfluss, wenn man jetzt den Sohn, sag ich mal, mehr upgradet? Weil es klingt jetzt ja so, als könnte man da vielleicht irgendwie auch storytechnisch was draus weben. Nee, leider nicht. Und das war für mich tatsächlich eine Enttäuschung, weil das habe ich in Corey Barlock auch gefragt, weil die Story soll sich ja sehr stark auch um diese Vater-Sohn-Beziehung drehen. Und da hätte ich zumindest erwartet, dass es irgendeinen Einfluss auf die Story oder zumindest die Dialoge hat, wenn ich meine ganzen Skill-Points oder meine ganze, es ist ja letzten Endes ein Gameplay-Synonym für das, was ich lerne. Ja? Wenn ich das alles in meine persönliche Kampfkraft stecke und meinen Sohn nicht weiter ausbilde, jetzt im übertragenen Sinne. Corey Barlock meint, das wäre total geil, dass wenn sie das könnten. Sie machen es aber nicht, weil sie halt eben dann doch eine sehr, sehr
lineare Geschichte erzählen wollen und da eben keinerlei ja, unterschiedlichen Enden oder Reaktionen des Sohnes dafür reichen da die Kapazitäten nicht. Das ist ein bisschen schade, weil das wäre tatsächlich eine super interessante Metapher einfach gewesen, so ein bisschen natürlich. Für Vaterschaft, wenn sie das gemacht hätten. Ja. Nun ist ja das Kampfsystem von God of War ist ja sehr, sehr schnell. Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus, wenn der Sohn dann reinkommt? Also springt er dann quasi auch mit einer ziemlich großen Geschwindigkeit rein und ist dann auf einmal da? Weil sonst kann ich mir das irgendwie gerade gar nicht so wirklich vorstellen, wie es aussieht. Also wie gesagt, wie es aussieht, können wir jetzt auch nur basierend auf dem, was wir gesehen haben. Also was ja auch jetzt, was wir gerade nochmal gesehen haben und was auch während der Sony PK veröffentlicht wurde. Okay. Aber es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie der Sohn da eingreifen kann. Unter anderem eben auch so dieses, dass er mit Pfeilen und sowas zugange ist. Also wie gesagt, er ist so eine, ich möchte mal sagen, so eine passive Waffe im Hintergrund. Allerdings kann er auch anders als jetzt Ellie, um den Vergleich nochmal zu bringen, kann man ihn auch ein wenig steuern. Das heißt jetzt nicht, dass man in seine Haut schlüpft, sondern einfach, dass man ihm, wie gesagt, durch diesen Soundbutton zum Beispiel Befehle gibt, sage ich mal. Die Aktionen des Sohnes sind dann auch kontextsensitiv. Also Ray hat das Beispiel gebracht mit ne, großer Gegner blockt und dann hast du eben die Möglichkeit, das zu machen. Es soll dann auch andere Möglichkeiten geben bei anderen Gegnern oder in bestimmten Situationen, wo sich der Sohn dann in dem Setpiece entsprechend positioniert und man dann eben weiß, okay, jetzt kann er aus der Ferne angreifen. Das kann mir in dieser Kampfsituation auf eine bestimmte Art und Weise dann auch helfen. Wie ist es denn jetzt im Story-Kontext allgemein? Also wir haben ja jetzt eine andere Mythologie. Was könnt ihr zu der Story und dem Setting noch sagen zusätzlich? Also letztendlich ist es so, man hat ja jetzt die nordische Mythologie. Mhm. Es spielt ja jetzt quasi nicht mehr im antiken Griechenland. Und man hat ja deshalb auch nicht diese ganzen griechischen Götter. Allerdings alles, was zuvor passiert ist in den anderen God of War Spielen, ist auch in diesem neuen Universum, sage ich mal, passiert. Also es ist eine Fortführung der Geschichte. Momentan ist es so, dass die Information ist, dass Kratos sich quasi von dem, was vorher passiert ist, so distanzieren möchte. Wir gehen jetzt nicht drauf ein, falls jetzt noch jemand Lust hat, quasi die ersten drei Teile zu spielen, sagen wir jetzt mal nicht zu viel. Aber alles, was da passiert ist, ist wirklich passiert und das heißt, dass auch in diesem neuen Setting kennt man Kratos. Also es gibt auch in der Welt immer wieder so Hinweise auf seine Taten, sag ich mal. Genau. Wir leben jetzt ja gerade so ein bisschen im Zeitalter der großen offenen Spielwelten. Wie verändert sich denn die Spielwelt von God of War? Die war ja vorher sehr linear. Also sie ist weiterhin linear. Es wird keine offene Welt geben. Das wurde immer wieder betont. Und zwar mit der Begründung, dass man diese ganze, ich sag mal, oder wie sie es ausgedrückt haben, diese Belastung, die mit offenen Spielwelten einhergeht, dass man noch zusätzliches Quest-Design oder in Quest-Design investieren muss und diese ganzen Nebenaufgaben etc. Das wird es so nicht geben. Also sie haben immer wieder gesagt, es ist keine offene Spielwelt. Allerdings soll die Spielwelt offener sein. Das heißt, es gibt mehr Möglichkeiten zu erkunden und ein bisschen andere Wege zu gehen, aber es ist trotzdem noch, die Geschichte ist noch linear. Man kann es ein bisschen vergleichen und zumindest hat das Corey Barlog im Interview auch nicht dementiert, was bei ihm schon viel heißt, mit Uncharted 4, das ja auch eine lineare Progression in gewisser Weise hatte, aber die Welten einfach deutlich größer gebaut hat und jetzt durch die PlayStation 4 sind sie eben auch in der Lage, das zu tun. Bei den Vorgängern war ja auch die Kamera immer fixiert, ja, also hat zumindest in den meisten Situationen und hat das Ganze so ein bisschen cineastisch dann inszeniert. Das ist jetzt ein God of War, im vierten God of War, oder technisch gesehen das sechste Spiel, aber halt der vierte Teil der Hauptserie, ist es eben jetzt so, dass die Kamera tatsächlich immer sehr nah dran an Kratos ist und man, also es eher eine klassische Action-Adventure-Perspektive ist und weniger mit festen Kamerapositionen gearbeitet wird. Wie beeinflusst das das Spielgefühl oder zumindest das auch, wie man es, wie es halt aussieht und wirkt, eurer Meinung nach? Also, was halt die Designer damit bezwecken, ist laut Corey Barlog, dass eben Kratos ein bisschen, also das ist näher dran und intensiver wird. Sie wollen aber auch Kratos ein Stück weit verletzlicher darstellen. Also auch immer in dieser im Größenverhältnis einfach. Ne? Ist klar, wenn du jetzt so einen riesigen Titan eher von weit oben siehst und Kratos ist so klein, hast zwar auch ein Gefühl dafür, aber das ist halt noch was anderes, wenn das
wie die Weltenschlange, die man ja am Ende des Trailers sieht, sich plötzlich halt hunderte Meter vor dir in die Höhe streckt und du bist nah dran und schaust eben nach oben. Und allgemein auch mehr, ja, Charakternähe einfach auch. Genau, ne? Das ist so ein bisschen die Idee. Nun hat man ja in dem Gameplay auch kurz eine Bootsequenz gesehen. Wird man denn Boot fahren können, reisen können in irgendeiner Weise? Ja. also es ist tatsächlich so, es wird Sequenzen geben, in denen ist das Haupttransportmittel laufen, andere da klettert man und es gibt eben auch diese Bootsequenzen und die sind einmal, dass man sich zwischen verschiedenen Inseln hin und her bewegt, aber was vor allem auch wichtig ist, ist quasi dieses auf engem Raum beieinander sein. Das heißt, die Boote sind unter anderem einfach für die Narrative und die Story da, um Kratos und seinen Sohn, sag ich mal, näher zusammenzubringen. Du hast ja jetzt gerade schon die Weltenschlange am Ende der Gameplay-Demo angesprochen. Da war es ja sehr interessant, denn da wurde ja angedeutet, dass der Sohn tatsächlich verstehen kann, so ein bisschen, was die Schlange möchte. Haben die Entwickler da noch mehr zu gesagt, ob das ein Story-Fokus sein wird, dass auch der Sohn irgendwelche Fähigkeiten hat vielleicht? Ja, ich habe darauf eben auch Cory Barlog angesprochen, was mir natürlich auch aufgefallen ist. Und das war für ihn ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den er auch mit dem Trailer letzten Endes rüberbringen wollte. Und das zeichnet sich dann auch im Gameplay wieder. Der Sohn ist kein Ballast, sondern auch Kratos ist vom Sohn abhängig. Ja? Er braucht seinen Sohn. Und Kratos ist in einer fremden Welt, für ihn fremden Welt. Er versteht nicht, was da passiert. Er kennt die Mythologie dieser Welt nicht. Er kennt die Schriften nicht an den Wänden. Er versteht die Weltenschlange nicht. Der Sohn schon. Es war eine ganz nette Anekdote, die Cory Barlog dazu erzählt hat. Das ist ein bisschen, ja, er ist mit einer Schwedin verheiratet und seine Frau bringt seinem Sohn eben auch Schwedisch bei. Er selbst kann kein Schwedisch. Und wenn dann die schwedische Familie zu Besuch kommt, fühlt er sich dann schon irgendwie fremd und allein. Und sein Sohn ist voll mittendrin. Und da kam mir auch eben ein bisschen so die Idee für diese, ja, Vater-Sohn-Beziehung dann auch im neuen God of War. Nun ist ja God of War vor allem ein Spiel, was auch durch sein Kampfsystem immer sehr, sehr prominent war. Wie verändert sich denn das Kampfsystem? Konntet ihr da schon Änderungen erkennen? Könnt ihr es beurteilen? Alles wirkt ein bisschen schneller und auch teilweise, ich möchte nicht sagen wuchtiger, weil God of War war ja schon immer, was das anging, ziemlich, ich sag mal, wuchtiges Spiel. Wie gesagt, eine große Änderung ist der Sohn und der Sohnknopf. Aber was auch ganz spannend ist, es gibt nicht nur einen Sohnknopf, sondern es gibt auch noch einen Axtknopf. Und da ist quasi ähnlich wie der Sohn, kannst du halt so eine große Axt im Kampf verwenden und kannst sie durch die Gegend schleudern und mit dem Knopf kannst du sie dann auch wieder zurückrufen, was ganz spannend war. Und es gibt zusätzlich auch unter anderem, also wir wissen natürlich noch nicht alles, aber ein Schild. Und dieses Schild kann man unter anderem in Kombination mit dieser Axt verwenden. Und was daran ganz spannend war, es ist nicht nur eine defensive Waffe, sondern auch eine offensive Waffe. Also er hat es schon verwendet, um ordentlich Schaden anzurichten. Also allgemein scheinen die Kämpfe sich, ich möchte sagen, so ein bisschen modernisiert zu haben. Also es wirkt alles schneller und für mich persönlich, muss ich sagen, ansprechender. Aber trotzdem haben sie immer wieder gesagt, dass diese typische God of War-Dynamik und diese DNA, dieses Feeling doch noch vorhanden sind. Also ich glaube, da müssen sich dann so Serienfans keine Gedanken machen. Was mich auch noch interessiert hat, war, weder im allerersten Trailer hat man irgendwelche Puzzles gesehen, noch jetzt im zweiten, da habe ich halt Cory Barlog auch drauf angeschossen. Ist das irgendwie eine Aussage, dass es jetzt keine Puzzles mehr geben wird? Dann hat er halt nur gesagt, nee, das ist eine Aussage, dass er das hat Puzzles in Trailern doof findet. Also es wird auch definitiv wieder jede Menge Puzzles in dem neuen God of War geben. Cory hält das für einen elementaren Bestandteil des Game Designs. Gibt es denn in den Kämpfen, weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Umgebung schon ein bisschen auf die Kämpfe auch reagiert. Ist das was jetzt neu dazu ist? Können Sachen kaputt gehen, sage ich mal? Ja, man sieht es ja im Trailer, dass da eben auch eine Säule, glaube ich, da in ihre Einzelteile zerspringt.
Cory Balrog sagt dazu, naja, also es wird schon Situationen geben, in denen die Umgebung auch in die Kämpfe einbezogen wird. Das ist dann aber tatsächlich auch vom Spiel so vorgesehen. Es wird sicherlich bei Endbossen der Fall sein, dass man dann ja irgendwie die Umgebung nutzen muss, um sie zu betäuben oder ihnen vielleicht auch den endgültigen Stoß zu versetzen. Es ist jetzt aber nicht so, dass sie grundsätzlich mit einer zerstörbaren Umgebung arbeiten, sondern wenn was kaputt geht, dann ist es dann doch in erster Linie Eye-Candy und dient der Atmosphäre, aber jetzt nicht dem Gameplay per se. Was hat euch denn besonders gut gefallen an God of War und gibt es auch was, was euch vielleicht nicht so gut gefallen hat oder enttäuscht hat? Also ich muss ja sagen, ich bin bis jetzt nicht der größte Serienfan. Ich habe zwar die alten Teile angespielt, aber irgendwie konnten sie mich nie so mitnehmen. Was unter anderem halt auch mit der Optik zu tun hatte, die mich nicht so wirklich abgeholt hat, aber auch mit der Kamera. Und jetzt finde ich alles tatsächlich spannender, muss ich sagen. Also mir gefällt es, dass die Kamera geändert wurde und jetzt dynamischer ist. Und auch diese ganze Dynamik mit dem Sohn finde ich sehr, sehr spannend. Und wie er, ich möchte nicht sagen, verwendet wird, das klingt gerade ein bisschen zu drastisch, aber dass er so eine Rolle spielt. Und was ich super interessant fand, war, dass sie gesagt haben, wie macht man einen menschlichen oder einen kleinen Jungen interessant und wichtig für einen Gott. Und das ist eine so spannende Prämisse. Und ich möchte wirklich gerne herausfinden, wie das alles zusammenspielt. Und enttäuscht kann ich höchstens sagen, dass ich es halt nicht selbst anspielen konnte, weil ich hätte einfach gern mal mit dieser Axt gespielt. Bei dir, Heiko? Mir gefällt der Ansatz, die Level ein bisschen weitläufiger zu machen. Also das ist das, was ich persönlich spannend finde, weil klar, God of War sind die Kämpfe wichtig, die Puzzles wichtig. Du bist ja Serienfan. Ich bin ein richtiger Serienfan, ja. Aber ich fand es schon in den Vorgängern immer so ein bisschen affig, dann nochmal so links um die Ecke zu gucken, ob da nicht noch irgendwo eine Schatzkiste ist. Und das fühlte sich einfach so, ja, gewollt an, so nicht und nicht natürlich. Und hier soll es dann ja wirklich so sein, dass du da irgendwo, wenn du ein bisschen erforscht, dann auch eine Höhle finden kannst, wo dann vielleicht auch nochmal ein besonderer Gegner auf dich wartet, der dann vielleicht auch irgendeinen Schatz bewacht, der dann wieder irgendwas, auch einen Bonus gibt. Darauf freue ich mich, weil das hat mich auch in Uncharted echt motiviert in Uncharted 4. Ich mag dieses System, so eine lineare Geschichte mit ein bisschen mehr Freiheit zu kombinieren. Enttäuscht hat mich ein bisschen, so absurd das klingt, die Technik. Für mich war God of War sowohl beim dritten Teil als auch bei insbesondere auf der PlayStation 2 immer der absolute technische Vorzeigetitel für das, was auf dieser Plattform möglich ist. Und dieses Gefühl habe ich bei God of War 4 nicht. Es sieht schon echt toll aus, aber es ist jetzt für mich jetzt nicht eine Liga über den anderen PlayStation-Blockbuster-Titeln. Ich finde es nicht, dass es jetzt signifikant besser aussieht als zum Beispiel in Horizon oder in Days Gone. Also dieses technische Vorzeige-Ding, das sehe ich noch nicht. Vielleicht sind es auch einfach jetzt nur die Szenen, die sie in der Demo oder beziehungsweise im Trailer gezeigt haben, noch nicht repräsentativ. Vielleicht haben sie noch was in der Hinterhand. Aber bis dato finde ich es jetzt nicht dieses Grafikbrett, das ich persönlich von einem God of War eigentlich erwarte. So, dann wollen wir nun God of War auf unserem Hypometer. Es kommt nicht! Du wartest darauf, dass ich Hypometer sage. Ja, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gewartet. Das hört dich niemand, weil ich das Mikro habe. Ich stehe auf Gags, die man immer wieder wiederholt. Wir wollen God of War einordnen auf unserem Hypometer und ich möchte natürlich von euch jetzt wissen, wie ihr es einstufen würdet. Könnt ihr euch einigen? Weil wenn nicht, dann müssen wir wieder den Mittelwert nehmen. Vielleicht sag du mal, Ray, wie du es sehen würdest. Also wie gesagt, es ist für mich, ich würde das ein bisschen höher einstufen, einfach weil es mich jetzt interessiert, so krass es klingt. Nein, es hat mich auch letztes Jahr schon interessiert und sehr positiv überrascht. Und dieses Jahr hat es einfach nur weiter unterstützt. Aber wie gesagt, ich bin halt auch, man muss ja auch einfach die Präsentation auf der E3 mit einbeziehen. Und zweimal dasselbe gezeigt zu bekommen, war jetzt halt nicht der Hit, muss ich halt wirklich sagen. Ja, also man muss jetzt überhaupt nicht darüber diskutieren, es wird mit Sicherheit ein richtig gutes Spiel, also die wissen, was sie tun, aber hier geht es ja um den Hype und die Präsentation hat mich nicht gehypt, das
Interview hat mich jetzt nicht sonderlich gehypt. Der Trailer war für mich auch eher ein cineastischer Filmtrailer als jetzt ein Spieltrailer. Da war Days Gone mit diesen wirklichen Gameplay-Sequenzen nochmal eine ganz andere Nummer, wo ich da wirklich verstanden habe, wie das Spiel auch funktionieren soll. Deswegen, obwohl es wahrscheinlich ein hervorragendes Spiel ist, wäre mein der Hype-Level eher bei mir so bei einer 6. Ist okay für dich? Nein. Ja. Ich glaube nicht, was gerade passiert ist. Sie sind sich einig geworden. Moment, hältst du? Halt's mal fest. Jetzt überklebe ich total Far Cry 5. Tut ihm das weh? Na, komm, wir machen es hier dazwischen. Okay. Okay. Jetzt ist es ein bisschen eine 5,5, ne? Aber man. Aber das ist. Es soll eine 6 sein. Okay. Mit. Aber wir wollen ja noch, dass PES 2018 Project Scorpio noch lesbar sind. Okay. Ja, wir wissen Bescheid. Wir kleben das so schräg auf, dann passt das schon. Ja, gut. Naja, wir wollen ja auch die Präsentation vor allem auch bewerten jetzt auf Day 3 und was wir gesehen haben und nicht nur das Spiel selber und wenn es da halt nicht. Ja. Oh, das ist eine 6. So ist okay. Haben wir auch das geschafft. Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir gespannt, wann wir es endlich selber zocken können. Vielleicht auf der Gamescom. Vielleicht auf der Gamescom. Und dann werden wir, denke ich mal, auf jeden Fall nochmal darauf zu sprechen kommen. Danke euch auf jeden Fall für eure Eindrücke und eure Erklärungen bezüglich des Sohn-Knopfes. Das finde ich immer noch so geil. Der Sohn-Knopf. Ja, vielen Dank euch. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.